heute Morgen ist mir irgendwie wieder das Lachen im Halse stecken geblieben. Bundesverdienstkreuz für Reichstagshelden. Ja, wer sollen das sein, diese Reichstagshelden? Aha, das sollen angeblich Leute den Reichstag gestürmt haben. Es gibt Bilder davon, was da passiert ist, ja. Die kann man sich auch angucken. Da haben ein paar Übermütige ein paar Absperrungen überklettert und ein Gruppenfoto auf den Treppen des Reichstags gemacht. Daraufhin ist dann die Polizei gekommen, hat ihren Job gemacht und hat gesagt, Leute, zurück hinter die Absperrung, husch husch, ja, so geht das aber nicht hier. Das war's. Und da steht jetzt in der Zeitung, dass die Politik das Bundesverdienstkreuz fordert für die Reichstagshelden. Für Polizisten, die husch husch sagen, jetzt geht mal weg da, soll es ein Bundesverdienstkreuz geben. Ich fordere jeden Bundesverdienstkreuzträger auf, der noch irgendwie ein bisschen Irre in der Brust hat, dieses Ding mit einem Brief zurückzuschicken an die Politik, die so etwas fordert. Das Bundesverdienstkreuz ist eine Auszeichnung für außerordentliche Verdienste und nicht dafür, dass man seinen normalen Job macht. Ja? Ich tue jetzt auch meinen normalen Job. Und ich sage jetzt, dass diese Berichterstattung, ja, und diese Forderung völlig aus der Luft gegriffen und völlig lächerlich sind. Und wiederum an der Demokratie unseres Landes kratzen. So etwas kann man nicht tun. Weder solche Berichte schreiben, noch solche Forderungen stellen. Es wird heute überhaupt nicht mehr über Corona gesprochen, sondern nur noch über den Reichstagssturm. Der hat nicht stattgefunden. Das war kein Sturm. Ein Sturm im Wasserglas vielleicht. Eine übermütige Aktion von, ja, Übermütigen. Das war das, was heute vorgestern stattgefunden hat. Ja. Vielleicht versuchen es jeden Tag wieder Leute, ein Foto vorm Reichstag zu machen, ne? So, ja. Macht doch jeder gerne, ne? Mal hingehen. Guck mal, hübsches altes Gebäude. Hängt viel Geschichte dran. Mach ich doch mal ein Foto davor. Schwenk mal meine Lieblingsfahne, ne? Die von Deutschland, die von Schweden, die von weiß der Teufel was. Schönes Erinnerungsfoto. So war das gedacht. Davon können sie ausgehen. Also, Bundesverdienstkreuz mit einem gepfefferten Scheiben hinten dran bitte direkt an die Bundeskanzlerin adressieren und zurückgeben.